Nicht nur bei Regierungskrisen macht sich Ärger und Enttäuschung breit. Was ist aus dem Versprechen der Politiker vor den Wahlen geworden? Warum halten die geschlossenen Wahlbündnisse nicht? Waren es nur leere Worte? Ein Politikwissenschaftler hat es vor ein paar Tagen in Bezug auf die Situation in Rom so erklärt. Politiker lassen sich oft mit einer großen Partei in das Parlament wählen, wechseln aber bereits nach wenigen Tagen in eine andere Gruppierung oder schließen sich zu einer neuen Partei zusammen. Unglaublich. Aber offensichtlich Realität, zumindest in Italien. In der Werbung ist es nicht viel anders. Was wird uns nicht alles versprochen und zugesagt? Vieles von dem kann der Artikel oder die Dienstleistung dann aber nicht halten. Und wie sieht es in unserem persönlichen Umfeld aus? Hatten wir nicht versprochen, uns Zeit für die Kinder oder einen Menschen zu nehmen? Und hatten wir unserer Frau nicht versprochen, am Abend die Küche aufzuräumen, den Müll rauszubringen und überhaupt früher nach Hause zu kommen? Und natürlich erleben wir auch Selbstenttäuschungen durch andere Menschen, durch Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen oder den Chef in der Firma. Auf welche Worte und Versprechen können wir uns wirklich verlassen? In den Berichten der Bibel über das Leben Jesu ist mir in letzter Zeit etwas aufgefallen. Jesus lebte wirklich das, was er predigte. Er sprach in der viel zitierten Bergpredigt nicht nur von Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl und Feindesliebe, nein, er lebte es auch. Jesus hatte keine Scheu, den Verachteten und Ausgestoßenen zu begegnen. Und das war schon mal ein großes Risiko, wie im Fall vom Leprakranken. Er scheute sich nicht davor, sich öffentlich mit Menschen aus den Randgruppen der Gesellschaft zu treffen. Jesus sprach auch nicht nur davon, Armen, Witwen und Waisen zu helfen. Er tat es einfach. Und Jesus zeigte damit, dass man sich auf ihn und seine Worte voll und ganz verlassen kann. Ich kann heute sagen, genau das habe ich in meinem Leben auch erfahren. Gerade in schwierigen Zeiten, in Krankheit, Sorgen und Ängsten, wenn das Leben eben nicht so rund läuft. Auf Gottes Zusagen, in seinem Wort, der Bibel, ist Verlass. Wer die Verbindung zu Gott sucht und sein Leben Gott anvertraut, für den gilt, was im Psalm 46 im zweiten Vers steht. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Wenn du mehr über das Leben mit Gott erfahren möchtest, dann beginne doch regelmäßig in der Bibel zu lesen. Wir schicken dir gern, kostenlos und unverbindlich, eine gut verständliche Ausgabe zu. Und dazu einen kleinen Starterkurs, der dir hilft, Gottes Wort besser zu verstehen. Schau einfach vorbei auf unserer Webseite oder schreibe uns ein E-Mail an info@myinput.de. Vielen Dank, dass du den MyInput Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.